Das war Takeshi Honda. Das war der nächste Vierfachspringer, Takeshi Honda. Ja, den werden wir später sehen. Vielleicht kommt er sogar noch in eine Medaille näher. Jetzt kommt auch ein, ich wollte gerade sagen, 4-Meter-Mann. Ein Vierspringer, ein Vierfachspringer-Mann. Jetzt haben wir es. Trifun Sivanovic aus den Vereinigten Staaten. Bei seiner ersten Weltmeisterschaft. Zweiter bei den nationalen Meisterschaften. Siebter beim Vier-Continental-Wettkampf in Halifax. Hat irgendwann kommen müssen. Die West Side Story von Leonard Bernstein. Er ist auch so gekleidet.
Trifon Sivanovic mit seiner Interpretation der West Side Story, einer unglückseligen Liebe. Und erst danach hat man erkannt, dass man auch miteinander auskommen kann, gerade in den heutigen Tagen. Vielleicht nochmal der richtige Hinweis. Aber was nützt ihm die West Side Story, Henrik? Tja, also zuerst einmal muss ich sagen, dass mir sehr positiv aufgefallen ist, dass der Amerikaner alle Sprünge eigentlich sehr schön in das Programm eingearbeitet hat. Da waren keine großen Anläufe. Einzige Ausnahme, der erste Dreifer Axel hat er wirklich ewig lange gewartet. Aber bei so einem Highlight, gut, mag man ihm das verzeihen. Schade eigentlich, dass da doch einige Sachen unsauber waren. Das war vielleicht der Applaus zum vierfachen Tulip, den man aber eigentlich nicht so richtig werten kann. Wir sehen den Sprung nochmal in der Zeitlupe. Doch ganz klar auf zwei Füßen gelandet, dann ging noch der eine Lutz schief, also da war doch einiges, was nicht nach Plan lief. Aber mutig, dass er den vierfachen Tulip hier, den im Training immer wieder probiert, dass er ihn hier bei der Weltmeisterschaft zeigen wollte. Auf jeden Fall, das ist der richtige Weg, denn das sieht man schon in dieser Gruppe, dass der Weg nach vorne nur über die vierfachen Sprünge führt und da ist der Amerikaner sicherlich auf dem richtigen Weg. How you doing? Gary Visconti, sein Coach aus Kalifornien. Er kommt ja aus Santa Monica. Ich denke, wenn alles andere glatt gegangen wäre, dann hätte er sogar ohne den vierfachen Tulip Anthony Liu schlagen können, weil er einfach das schönere Programm hatte, die rundere Sache. Aber ich glaube, es wird nicht reichen. Auf dem Eis bereits sein Landsmann, Timothy Gable. What's up, sweetie? How you doing? Love ya. See you when I get back. Hi, Mom. Hi, Dad. Also, familiär doch ziemlich eingebunden, wie es scheint. Ja, der Gute. Kurzer Hinweis des Trainers, der Tulo war auf zwei Füßen und er dachte nur, ja, weiß ich. Klar. Aber ja, das passiert, was ich gedacht habe. Die A-Note reicht eigentlich nicht aus, um Anthony Liu zu gefährden. Die B-Note wird, denke ich, deutlich höher sein, aber diesmal hat es eben noch nicht gereicht. Ja, sie ist auch höher. Insgesamt fast einmütig, das Richterurteil, was hier ausfällt, zwischen Platz 2 und Platz 3. Ja, that's good, sagt er. Er ist zufrieden mit sich und der Welt, mit seiner Leistung. Ivan Dinev, der Bulgare. Und wir sollten reingehen in die Halle, denn da